liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ich habe ein bisschen das Spiel weiterlaufen lassen. Also man sieht, wir haben jetzt 12 Millionen. Und bei der zweiten Linie, die wir hier gemacht haben, und auch bei der anderen Stadt, habe ich jeweils 3 Trams gekauft. Die hier. Und auch hier, dass wir hier mal Verkehr haben. Und unseren Inspektionszug, den habe ich ja mal hier abgestellt. Also wenn ich jetzt weiterfahren lasse, dann verschwindet er, aber ich dachte, ich lasse es erstmal so stehen. Ich muss sagen, das Schwarz sieht echt geil aus. Muss ich schon sagen. Gut, mal schauen, ob wir den wieder auf die Strecke schicken. Ich würde gern den ersten Zug hier fahren lassen. Und dazu glaube ich, wenn man nicht über... Ich bin mal überlegen, ob man die Überland-Tram nicht einstellen. Damit der Zugverkehr da ein bisschen mehr Traffic hat. Schreibt mir das aber in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt. Sollen wir die weiterfahren lassen oder nicht? Gut, aber jetzt machen wir erstmal hier einen Zug. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen hier diesen WC4-Wagen von der SBB. Und zwar 4 Stück von denen. Fast für 80. Und ich hätte gern die Lok, aber die kostet 11 Millionen. Dann brauchen wir hier 16. Wir werden erstmal ein bisschen kostengünstig gehen mit der RE44. Steht bei uns auch im Lokorama oder ab und zu steht sie mal da. Und wir haben kein Geld. Also nicht genügend. Lassen wir noch ein bisschen vorlaufen. Komm. Die paar hunderte Tausende kriegen wir schon noch hin. Komm schon, Spiel. Das ist jedes Mal das Gleiche. Krokodil wäre auch noch was. Aber das ist einfach so langsam. Vielleicht finden wir da eine Güterroute, wo wir die Krokodile einsetzen können. Also einerseits die ÖBB-Krokodil und die SBB-Krokodil. Die ÖBB-Krokodil hat man schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt kommt schon ein Spiel. Bitteschön. Ach ja, und sonst so. Oh, die A... 16 Mille für die 6,8. Die ist gerade vor kurzem in der Schweiz gefahren. Boah, vielleicht mal 29 Millionen. Und ohne der Lok? Ja, 22. Die kostet aber jetzt fast 2,7 Millionen pro Jahr. AE46 wäre auch geil. Okay. RE444. Warum wird denn das jetzt mit dem Geld nichts? Haben wir da jetzt gerade so viel Verlust mit den neuen Linien? Oder wird mal schauen. Eigentlich nicht. Machen eigentlich ganz gut Gewinn auf die Überlandtram. So, jetzt haben wir aber genügend. Also, ich hätte gern dich. Und wo ist der Wagen jetzt hin? Ja, 4-mal bitte. Kurz ein 5. Mal. Mach mal so. Okay. Auf die Litschbergbahn bitte. Wie sieht denn das aus, wenn wir die einfärben? Hat das überhaupt... Das funktioniert. Okay, das sieht aber scheiße aus. Was nehmen wir mal da? Was ist, wenn wir da auch schwarz nehmen? Wobei schwarz ist ja schon unser... Was haben wir generell da? Ich würde sagen, auf der Strecke fahren wir mit schwarz. Erstmal. Außer ihr habt einen besseren Vorschlag. Okay, dann haben wir jetzt hier mal den ersten richtigen Zug. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie schnell der fährt. Vor allem, wenn er hochfährt. Best of, ja, sehr gut. Und den Leistungsdetails ist mit ausgezeichnet. Oh, ich könnte auch die Farbe hier ändern. Grau. Helleres Grau.
Ah, das sieht wieder scheiße aus. Weiß. Boah, nee. Geht ja gar nicht. Wir bleiben bei schwarz. So, ich wollte schauen, wie schnell er fährt. Okay, also hier in der Kurve. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ja, innere Kurve 78. Das war klar. Schneller. Da sollte er wieder auf volle Geschwindigkeit kommen. Ja. 120. So schneller kann sie einfach nicht. Und da dürfte es auch noch mehr runtergehen. Ja, sogar 81. 80. Vor allem, da wird es halt beim Hochfahren. Okay, da fährt es mit 120 schön durch. Okay, dann schauen wir uns das dann an, wenn sie wieder rauf fährt. Ich lasse mir das hier mal offen. Als nächstes sollte man irgendwie ein Bahnbetriebswerk bauen. Ich wollte das hier vielleicht hier bauen. Aber das Geld sagt wieder nein. Da kann man eh erstmal ein bisschen vorlaufen lassen. Ja, dann schauen wir der Lok erstmal zu. Von der Geschwindigkeit. Dann haben wir ein bisschen was zum Angucken, bis wir Geld haben. Und dann bauen wir da mein Betriebswerk. Ich müsste eigentlich da vorne eine Weiche hinklatschen, damit die umsetzen kann. Oder wir klatschen später nur eine zweite Lok hinten rein. Das ist aber teuer. Okay. Hier Fullspeed, aber das war zu erwarten. Und noch keine Passagiere. Wir sind halt unser eigener Konkurrent mit der Tram. Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Okay, müssen wir uns das als nächstes angucken. Mich interessiert eigentlich bei der Lok hier, jetzt bzw. bei dem Verband, wie schnell der jetzt wieder auf 120 kommt nach der Kurve. Oh, sehr schnell sogar. Was für eine Leistung hat die? 1,8. Okay, also noch hat der Zug überhaupt kein Problem mit der Steigung hier. Sich auch hier oben nicht ändern. Ja, gibt wieder Vollgas. Schon wieder auf 120. Okay. So, Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Naja, austauschen will ich es eigentlich nicht. Ich würde sagen, da werden wir mal die Wartung noch oben sitzen. Ja, es sind doch ein paar, ne? Das waren halt die ersten. Oh, kommt schon. Schade, das mit. Und jetzt will ich mal so eine ganz schlechte mal. Na komm. Angucken. Okay, dann haben wir das. Schauen wir uns das mal an. Bevor sie. Naja, bisschen schmutzig. Das ist eine Gewerbetram hier. Fand jetzt aber nicht so schlecht. Okay. So, okay, die glaube ich ist schon besser. Sieht man das eigentlich auch hier? Ja, Zustand sehr schlecht. Schlecht. Gibt es noch was mehr? Sehr schlecht? Bin mir gar nicht sicher. Okay, dann wäre das gelöst. Jetzt haben wir ein bisschen Money. Also, Betriebswerk. Betriebswerk eben da. Eine Strecke hätte ich gern, dass die dann da nach hinten geht.
macht jetzt erstmal nicht Sinn, aber trotzdem. Jetzt müssen wir uns da mit der Straße was überlegen. Die möchte ich hier nicht so lassen. Weil, wenn ich jetzt hier mit dem Gleis. Nehmen wir mal. Hier. 160er müssen wir eh anpassen von der Geschwindigkeit. Wenn ich dich mal komplett straight mache. Mit dem Hief an der Höhe. Wisst ihr was? Jetzt probieren wir das einfach mal. Das ist noch annehmbar von der Straße her. Hier hätte ich gerne Kreuzung. So. Hier hätte ich auch noch gern. Oh, jetzt habe ich. Jetzt haben wir ein Minus. Reicht es jetzt, dass ich hier noch ein Signal hinbaue? SPB. Erweitert. Blocksignal. Okay, ich will eigentlich nur das hier. Mit 4. Es geht. Kosten 50. Spiel, ich brauche Geld. Bitte. Okay, also vor allem der Zug kostet uns jetzt Geld. Und der auch. Boah, shit. 2,2 Millionen im Minus. Aber er hat schon 12 Leute. Das ist ja schon mal was. Warten, 8. Ich überlege, die zweite Linie da bleibt aber hier nicht stehen, ne? Ich glaube, das sollte man vielleicht machen. So, das. 1, 2. Ich glaube, nach 2 machen wir noch den hier. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Wieso will er da nicht? Jetzt sagen wir, gehen hier auf die 2. Ja, dann fährt er auch so rauf wieder. Okay. Weil dann kriegen wir die Leute von der Ü-Tram. Dann, ob das was bringt. Schnell laufen lassen. Wir haben ja ein Minus. Das war eine schlechte Idee. Okay, Leute, ich mache mal einen kleinen Cut und wir sehen uns, sobald ich mal wieder Geld habe. Sonst ist ja nicht wirklich spannend. Also, bis gleich. So, also ich habe das Spiel jetzt mal eine ganze Zeit lang laufen lassen und es wird nicht besser. Der Zug kostet uns echt viel Geld und die Überlandtram, die hat zwar weniger Leute drauf. Und ich weiß, ich habe gesagt, ihr sollt abstimmen drüber, aber das werden wir jetzt doch nicht machen. Ich werde die jetzt abreißen und dann hoffe ich, dass der Zug mehr Passagiere kriegt und dass wir dann hier ein bisschen ins Plus reinkommen. Und ich weiß, auch der Zug kostet uns Geld. Gar nicht mal so wenig. Knapp 500k, so wie er da steht. Aber ich würde sagen... Wobei, wir könnten den mal arbeiten lassen, dass wir den an dem anderen Zug ankoppeln. Erstmal. Das könnte man auch noch machen. Okay, also ich mache das. Ich werde mal die Überlandtram hier verkaufen. Ü-Tram. Alle. Wow. Hat jetzt nicht viel Geld gegeben. Und die Linie wird gelöscht. Tut mir leid. Und jetzt schaue ich mal, wie sich das mit dem Verkehr dann gleich auswirkt und ob man dann da ins Plus reinkommt. Also, hier nochmal ein Cut. Bis gleich.
So, liebe Leute, da sind wir wieder da. Wir machen jetzt tatsächlich ganz gut Geld. Also wir sind da jetzt mal im Positiven, wer hat's gedacht. Was habe ich getan? Einerseits habe ich unseren Inspektionszug da mal an den Zug rangehängt. Jetzt ist es tatsächlich ein Wendezug. Also wie ihr seht, ist der gerade vorne. Das wird nicht so bleiben, aber so verdient er halt erstmal Geld. Mal gucken, wie lange ich das so lasse. Ja, der ist auch voll. Was ich noch gemacht habe, lass mal wieder weiterlaufen. Ich habe hier bei der Linie 2 und da unten bei der Linie 2 die Trams ausgetauscht zu denen hier von der Wiener Stadtbahn. Richtig schön modelliert. Haben Platz für 30 und den müsst ihr mal aufpassen, was die für geile Audio-Effekte haben, wenn die Türen aufgehen. Mal ein bisschen nach vor. So, jetzt die Linie 36 nach Nussdorf. Klingt irgendwie mega geil. Geht auf zwei Seiten auf. Echt cool. So, aber nachdem wir jetzt wieder Money haben, können wir da hinten weiterbauen. Da. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Hui, das hat jetzt echt lange gedauert. So, ich wollte noch den hier machen. Und hier das Depot. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen... bisschen. Das mit der Kreuzung ist jetzt wieder doof. Dass ich da wieder nicht parallel fahren kann. Mal so. Na, das war zu viel. Aber nur minimal. Das heißt ungefähr dahin. Okay. Ah, come on. Gibt's doch nicht. Wieso ist das jetzt hier eine Kollision? Gut, was soll's. Dann werden wir halt hier einen größeren Abstand haben. Versteht es nicht. Müsste ich mir echt mal dieses Build Anyway Tool holen. Okay, dann machen wir es halt so. Dann hat es halt hier einen Abstand. Ja, gibt Schlimmeres. Okay. Hier will ich mit dir nochmal fahren. Wie sieht das... Warum ist das Gleis jetzt hier höher? Das verstehe ich jetzt nicht. Die müssten doch eigentlich alle gleich hoch sein. Hä? Also so passt's. Ne, komm jetzt. Ha. Okay. Komm ich jetzt. Auch nicht möglich. Da hat's jetzt. Okay, wer versteht das schon? Okay, dann hätten wir das. Hier will ich wieder die Kreuzung drin haben. Okay, dann fahren wir hier nochmal raus. Also, wegen dem Depot. Eventuell, übrigens, der ist auf maximal und wir brauchen mehr Weizen.
würde ich sagen, fahren wir mit einer Zuglinie von da hinten irgendwie daher. Das wird heißen, hier geht die Strecke vermutlich in die Richtung weiter. Ich baue es jetzt erstmal so. Und du bitte auch. Also, dann müssen wir dann auch hier so schräg wieder rauffahren und hinten drüber. Und dann ist die Frage, wie wir dann hier den Güterbahnhof machen, vermutlich dann hier oben. Aber das äußerste Gleis hier, das will ich jetzt hier zum Depot führen. Irgendwie. Das geht aber hier nach oben, ne? Das ist eigentlich eine echt schlechte Stelle für ein Depot, weil es hier so eine Schräge drin hat. Es wird hier weiter unten mehr Sinn machen. Was ist, wenn wir das auf Grad machen? Boah, da müssen wir voll planieren hier. Ich würde sagen, so geht's ins Depot. Dann könnten wir hier noch eine Schleife fahren. Will ich oder will ich nicht? Ich mach's mal so. Und ab hier dann gerade. Bis. Da könnte man die Drehscheibe platzieren. Machen wir das mal so. Okay. Das heißt, wir brauchen aber hier noch eine Verbindung nach da. Machen wir denn da? Ich würde sagen 80 maximal. Okay. Hier werden wir kurz planieren. Warum kann ich nicht planieren? Was ist jetzt das? Ach so. Ich bin so ein Heimel. Anschluss hier machen wir erstmal hier noch so folgen. Sieht das doof aus, wenn das so ist. So. Okay, so machen wir das. Dann haben wir hier den Anschluss. Da könnte theoretisch dann die Lok hier wechseln, also aufs andere Gleis rüber, so umsetzen, wenn man sich das so vorstellt. Hier ins Depot rein und wir brauchen dann hier noch einen Anschluss. Ungefähr so, damit es irgendwie gleich aussieht. Ich glaube, das machen wir so. Ah, Mann! Und wo ist die gerade Stelle? Ungefähr da. Ich glaube, das ist ungefähr gleich. Okay, und hier dann noch den hier. Gut. Mal gerade wieder schön machen hier. Oh, wir haben da gar kein Stellwerk platziert. Ah, das brauchen wir auch noch. Okay, also, dann ist das das erste Hauptgleis. Und da hinten schauen wir jetzt mal wegen der Drehscheibe. Die muss gar nicht mal so groß sein. Ja. Es wird jetzt teuer. Oder auch nicht. Da müssen wir natürlich stark nachbearbeiten jetzt. Ist die jetzt. Die ist soweit frei. Weitestgehend. Da brauchen wir noch einen Straßenanschluss. Das wäre das. Da hätten wir unsere Loks hier drin. Dann bräuchte man was für die
könnten wir für die Waggone das hier nehmen. Zum Servicieren, aber auch mal ein paar von denen. Die könnte man dann. Ah, ich habe eine Idee. Also, wir machen jetzt mal Parallel Tracks an. 6. Schauen, was er jetzt macht, wenn ich das hier so verlege. Macht überraschend wenig. Schade. Dann machen wir das anders. Was ist, wenn ich das so mache? Ja, 6. Aha. Okay. Sieht das aber dezent doof aus. Du kommst dann hier rein. So weit rausziehen, wie es geht. Okay. Ich glaube, ich möchte da das hier nicht so haben. Hier die zwei könnten wir so lassen, aber nicht bis ganz nach vorne. Wir werden das so machen. Und einen Platz zum Wechseln. Nur zu groß. Okay. Das lassen wir mal. Ihr drei, ich würde sagen, wir fahren, machen wir hier so die Werkstätte vielleicht. Shit, hatte ich ja noch an. okay, Gebäude. Ich gerne das hier einmal so. Da braucht man noch ein Gleis. Reicht immer noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wenn hier die Waggone, also das normale Zeugs repariert. Das ist mal ein bisschen zu viel Gleis hier. Ich würde sagen, lassen wir das so als Abstellung. Ich würde auf alle Fälle auch hier mal wieder sowas machen. Auf der gleichen Höhe sind. Krümmung zu groß. Okay, dann fahren wir halt eins weiter. Umsetzen. Warum sieht. Ne, es sieht einfach nur optisch ein bisschen doof aus hier. Okay, dann müssen wir da jetzt irgendwie den Anschluss für das kriegen. Das heißt, hier fahren wir mal weiter nach hinten. Wir fahren mit dir erstmal raus. Du darfst gerade bleiben. Das reicht nicht, wir machen das so und fahren dann so raus. Okay, ich mache das erstmal mit dem Gleis. So lang parallel wie es geht und ziehen dann da rein. Das gleiche machen wir hier.
Okay. Dann wird das hier so für die Loks. Da geht es dann raus auf die Hauptstrecke. Ja, so ein kleineres Betriebswerk hier. Die Gleise müssen wir noch anschließen. Ich würde sagen, wenn wir mal bis hier fahren. Hinterster Punkt ist da. Oh, RZ ist geplant so, ne? Nice. Und du kommst dann auch hier gerade rein. Das sieht echt schön aus da so. Fast gerade. Hallo Bär. Warring. Okay. So, das wäre das. Dann Signale. Ich hätte gern. Nö, das war ich noch nicht. Diese kleinen Sperrsignale. Einmal da. Einmal da. Dann hier. Machen wir's da. Für beide hier. So, für das Gleis. Was da? Da. Und hier und da. Dann wäre der Bereich da fertig und ein Ausfahrsignal. Was nehmen wir da? Maximal 60. Da. Und ich weiß, das ist jetzt links. Lass das erstmal so. Okay. Cool. Dann wird das Ganze hier noch begradigt. So, dann machen wir das mal alles in schön. Kleiner Schuppen. Könnten wir dich platzieren. Du gehst jetzt hier natürlich runter, ne? Hier vielleicht. Aber dann kommt die da nicht mehr durch, ne? Ah, das ist Schütz. Ich würde sagen, den Schuppen platzieren wir jetzt irgendwo mal da. Okay, was haben wir noch so Schönes? Die Verwaltung. Die machen wir. Warum versinkt denn das hier alles so? Die könnten wir eigentlich hier drin platzieren. Mit Shift. Dann könnte man hier mit den Maltools. Geröll, Felsen. Kies. Kies. Wie sieht das aus? Ja. Machen wir das mal hier so. Man sieht da Kies. Und warte mal, Kies. Was haben wir da noch? Dreck, Waldboden, Erdboden, Asphalt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt Asphalt. Und eigentlich machen wir das mal Werkzeuggröße ein bisschen kleiner. Ich glaube, hier noch so parallel. Gott sei Dank kostet das nichts. Die Straße parallel ziehen. So ein bisschen hier rein. Ah, das sieht jetzt aber scheiße aus. Können wir das ein bisschen angleichen hier?
shit. Ja, das ist ein bisschen besser. Okay. Mal hier nochmal angleichen. Assets. Was pflanzen wir da jetzt noch Schönes hin? Ich würde, was haben wir hier? Oh, hoppa. Ach, das ist sowas. Hoppa, Gebäude. Achso, das wäre zum Nachbauen. Crane, Kranich. Ah, da könnte man noch so einen. Okay. Von den Sachen hier. Ich würde gern. Das passt jetzt gerade alles nicht. Hört die. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben da eine Lok, die ein bisschen fertig ist, wobei das wird beim Schuppen vielleicht besser passen. Wobei, na, das lassen wir hier draußen stehen. Eine kleine Rangierlok. Mittiges Stellwerk. Da hätte ich gerne ein großes. Länge plus 3. Sieht das aus? Okay. Auto. Die Stellwerke können wir auch gerade bei den Bahnhöfen platzieren. Und noch eins hier. Dann hätten wir das. Beleuchtung. Machen wir mal hier eine Reihe. Die ich nicht parallel hinkriege. Doch, da geht's schon. Ja, schön ist was anderes von der Beleuchtung, ne? Und dann machen wir hier noch eine Reihe. Warum? Naja. Und die nächste Reihe machen wir noch hier. Gut, was haben wir da noch so Schönes? Das braucht man nicht, braucht man auch nicht. So also ein Break-Van können wir eigentlich irgendwo hier hinstellen. So, da hat es hier zwei von denen. Great Western. Oh, Personen. Hat Boden, Kabelplattform. Messenger-Plattform. Schwebst du jetzt? Ja. Erdboden. Aha. Okay, und dann hat es noch einen Dude hier. Kann ich das auch manuell von der Höhe ändern? Cool. Ein Wasserturm hätte ich hier auch gern noch. Und den werden wir hier platzieren. Da so. Für etwaige Dampfloks. Ein Effi. Na, den brauchen wir eigentlich nicht. Stellwerke. Oh, Gleiswege. Die werden. Gleisweg. Wird das platziert? Okay.
Ach so. Okay, na, das lasse ich erstmal. Braucht man nicht. Nebengebäude. Okay. Geschwindigkeitstafel können wir noch machen, das auch nicht. Wir könnten aber sagen, wir haben hier einen Luxuszug stehen. Pullman fährt. First. Kitchen first. Bar first. Für Sonderfahrten steht der hier. British Way Class. Na, wir sagen einmal, die SBB hat hier da so eine Lok gekauft. Was können wir noch so platzieren? Hier 246. Ich hätte gern diese Rangierlok da noch. Ich kann mal da platzieren. Oh. Du kommst hier in. Na, shit, jetzt sind natürlich da die Tore zu. Aber ich würde sagen, du stehst hier. Das deutsche Krokodil, Schweizer Krokodil, die will ich auch hier irgendwo stehen haben. Eventuell da. Ansonsten passt die doch her. Das mit dem Tor ist jetzt doof. Wobei, wir könnten. Habe ich noch bloß die Krokodil? Ich könnte noch das hier machen. Die steht dann hier. Nice. Haben wir halt zwei. So. Dann hätte ich noch ein paar Wagen gern. Oh ja. Die werden wir hier auch platzieren. Du wirst hier stehen. So. Und die hätte ich gern zwei. Oh, leider auch nicht mehr. Okay. Dann, auch wenn es jetzt noch nicht zur Erde passt, werden wir auch einen von dir hier platzieren. Die fahren nach wie vor. Jetzt passt das hier nicht ganz. Ich glaube, sie fahren eigentlich nur mit 2 und dann den Steuerwagen. Naja, wir könnten es auch mit echten Zügen dann rausfahren. Das werden wir dann auch später machen, dass wir unsere Züge hier abstellen werden. Oh, roter Pfeil. Will ich dich irgendwo hier haben? Ich würde sagen, dich werden wir hier drin platzieren. Dann Dampfloks. SBB Dampflok. Ja, dich platzieren wir mal. Hier drin. Okay, BC4 haben wir tatsächlich im Einsatz. Dich werden wir auf dem Gleis hier platzieren.
Gut. Und. Oh, moderner. Ich hätte jetzt da gern bei der Krokodil noch ein paar Güterwagen. Warum sieht das? Achso, das ist amerikanisch. Ebenfalls amerikanisch. Du hast. Nee. Amerikanisch, das ist aber nicht amerikanisch hier. Ja, jetzt machen wir es ein bisschen ineinander, weil sonst sieht es echt doof aus. Da passt es wieder. Könnte eigentlich noch was anderes mit reinstellen. Bist du. Nein, du bist nicht amerikanisch. Also ich schaue jetzt vor allem wegen der Kupplung. Okay. Wenn der mal danach ist, dann fährt die da raus. Dann haben wir hier die Güterzüge. So. Ja. Okay, dann haben wir hier schon ein bisschen was los. Unser kleines Betriebswerk hier. Wir brauchen noch eine Straße. Wir machen eine kleine Straße. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Gefällt mir aber nicht so gut. Mal schauen, ob ich das anpassen kann. Und dann hier hinten rein. Okay, dann werden wir das hier noch schön machen. Und dann brauchen wir hier noch den Anschluss. Ich würde sagen, die kommen hier drauf. So rein. Okay. Ich glaube, ich hätte noch gerne ein paar Gebäude hier. Oh, Geschwindigkeitstafeln. Da können wir hier gerade mal sagen. Jetzt sehe ich. Bild auf hier. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch alles nicht. Stellwerk. Zäune will ich da oben auch nicht bauen. Ich hätte jetzt noch gern ein paar Industriegebäude und noch Deko-Sachen für die Straße. Züge, Züge, Züge. Traffic Lights, Walls, Flags, altes Heizkraftwerk. Nee. Ach du Scheiße, Hauptbahnhof Leipzig. nee, das braucht man nicht. Sendetürme, Transport, FIFA Logo, okay. Windpower braucht man jetzt eigentlich auch nicht. Pool, Kirche. Und Straßenwegweiser. Nee, auch nicht. Stadion auch nicht. Oh, Humans.
Okay. Europa Hochhaus, Baukran, Beach. Der Stellwerkshebel. Okay, das muss ich schon mal merken. Schiller auch nicht. Gebäude, das ist alles Stellwerk, Stellwerk, Stellwerk. Railway Express Agency. Ah, mit dem werde ich jetzt irgendwie nicht so warm. Sieht denn das aus? Ah, das ist eigentlich für Plattform da. Aber sowas. Wenn wir das hier so platzieren. Ah, wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir hier hinten hin. So Materiallager. Jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen nach unten kriegen. Hier so. Die richtige Höhe. So, und dann mal drehen. Gefällt? Okay. Gehen wir hier wieder zurück. Zäune, Sunny Valley, das. Ah, da, Industrie. Random. Residential, Commercial, Sidewalk. Ah, ich glaube, wir machen wirklich Industrie. Sowas in der Nähe noch. Was auch immer das ist. Bus KA-Seeds. Ja. Da sind auf alle Fälle immer ein paar Autos unterwegs. Ich würde aber gleich schon mal ein bisschen moderner gehen. Und dann ist das hier so der Parkplatz. Auch mal einer geparkt. Irgendwie so. Hier ebenfalls. Okay. Das wäre das im Bus. Mannschaftsbus. Warum eigentlich nicht, ne? Okay, Advanced Personal Magnet in der Güterschuppen. Bist du mit Gleisanschluss? Ne, ist einfach nur so ein Schuppen. Den könnten wir noch hier. Ah, doch. Auf zwei Seiten hat der die Rampe. Du versinkst mir aber da im Boden. Ist jetzt besser aus. Ja. Okay, dann müssen wir das hier nur leicht anpassen. Und nur ein Stück nach oben. Ein bisschen blöd mit den Masten. Okay, das sieht beschissen aus. Kommt wieder weg. Machen wir nicht. Was haben wir da noch? Transportation Air. Radziehen das. Fällt mir auch nicht. Also ein kleines Häuschen hier. Industrie. Das ist alles ohne Collision. Nee,
Was ich jetzt noch gern hätte, das wären irgendwie so Güter. Silo. Irgendwas Wichtiges. Das sind jetzt die ganzen Einzelsachen. Eine Ölpumpe, ja genau. Das ist auch alles ohne Collision. Ja, da. Das habe ich gesucht. Sand. Werkzeug. Wird vor allem dann hier hinten so sein. Okay. Fire Buckets. Gut. Das sieht gar nicht mal. Ja, das lassen wir mal. Nee, das passt nicht. Da will ich kein Deko haben. Nö. Ich glaube. Der Schuppen ist auch noch ganz cool. Haben wir jetzt natürlich nicht verbaut. Keiner. Glaube ich, sind wir schon wieder am Anfang. Da ist nichts Interessantes mit dabei. Was ist das? Mineral Wagens. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Wir könnten noch ein paar Bäume pflanzen. Gemischt. Wenn das hier in so Nacht aussieht. Und hier noch so ein bisschen. Okay. Da könnte man jetzt noch so Zäune und so weiter hinmachen. Aber ich denke, das sieht okay aus. Unser kleines Betriebswerk hier. Also schreibt es mir in die Kommentare rein, wie euch das so gefällt. Also ich weiß, es geht noch schöner. Vor allem der Hans Dampfmann ist richtig gut. Aber ich denke, das ist mal ein ganz guter Anfang. Und das ist weitestgehend nachvollziehbar. Zum Reinschieben müssen die heute hier rausfahren. Teilweise. Aber ich denke, das ist ganz passabel. Also, bis dann, lasst ein Like da und eben kommentiert's. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.